Around Town, weiterer S-DAX-Kandidat, der tut sich heute sehr schwer, geht hier um fast 5% in die Knie. Und hier gucken wir uns vielleicht mal schnell den Intraday-Verlauf an, denn wir sehen, die Zahlen sind gemeldet worden, dann haben wir diesen dynamischen Abverkauf hier runter bis auf fast 2 Euro runter und dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen erholt, ist jetzt wieder leicht im Rückwärtsgang. Also wir hatten hier Konstellationen, da waren wir so 11% auf Tagesbasis im Minus, haben uns dann hier so irgendwo in den Bereich, ja, so minus 2% wieder hochgearbeitet, ja, und sind jetzt wieder abgefallen, hier aktuell auf minus 4,6%. Also schon volatil, was wir hier sehen. Und das große Problem von Aroundtown ist natürlich, dass wir hier jetzt ein Unternehmen haben, was tief in den roten Zahlen hängt. Also das Nettoergebnis, was jetzt gemeldet worden ist für die ersten 9 Monate, das liegt bei minus 1,37 Milliarden Euro. Und das ist natürlich ordentlich. Das hängt immer noch damit zusammen, dass wir hier natürlich Wertausgleichsbuchungen auch drin haben, aber es ändert am Ende nichts daran, dass wir netto hier ganz stark negativ sind. Und das könnte auch ein Grund sein dafür, dass die Analysten hier nicht besonders positiv gestimmt sind. Wir stehen im Moment bei 2,20 Euro. Durchschnittliches Kursziel der Analysten liegt bei 2 Euro, also auch nochmal Downside-Potenzial von Seiten der Profis, von der Sell-Side im Prinzip genauso, wie wir das gerade bei Siltronic gesehen haben. Also auch hier weiter Vorsicht walten lassen.